glaube, es war Mark Twain, der einmal gesagt hat, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Und möglicherweise sehen wir jetzt doch einen gewissen Reim auf die Jahre 1929 und 1999, also den Boom 1929, bevor dann die Weltwirtschaftskrise einsetzte. Bei uns setzte zunächst die Weltwirtschaftskrise ein durch die ganze Corona-Geschichte und dann kam der Boom an den Aktienmärkten. 1999 war es die Dotcom-Bubble, weil man sich von den Tech-Konzernen praktisch eine unbegrenzte, großartige Zukunft versprach. Jetzt ist es vielleicht so, dass wir uns eine unbegrenzt großartige ökonomische Zukunft durch den Impfstoff versprechen. Also alles viel, viel besser als vor der Corona-Krise. Deswegen sind die Preise auch gerechtfertigt, so die Argumentation, weil eben die Notenbanken die Anleihenmärkte nach unten manipulieren. There is no alternative. Es ist also sozusagen die Alternativlosblase, könnte man sagen. Mit dieser Auffassung, dass wir einen gewissen Reim haben auf die Jahre 1929 und 99, bin ich nicht ganz alleine. Auch Jeremy Grantham, britischer Investor, britischer Hedgefondsmanager, sagt also, das erinnert schon sehr stark an 1999 und 1929. Da hatten wir im Sommer ja schon das Gefühl, es ist eine Blase, aber was wir jetzt sehen, das ist absolut Craziness, das ist absolute Verrücktheit in den letzten Monaten. Die Anstiege auf neue Allzeithochs und hier bläst in das Horn der euphorischen, zum Beispiel Paul Tudor Jones, bekannter Investor in den USA, there will be an economic supersonic boom next year, also da kommt der gigantische, wahnsinnige Boom. Ja, wo soll er denn herkommen? Das ist die Frage. Es verändern sich ja durch die Corona-Krise dauerhaft einige Geschichten. Es wird dauerhaft für einige Branchen sehr, sehr eng. Andere werden davon teilweise profitieren. Aber wo soll jetzt eigentlich der Mega-Boom herkommen? Wir sehen ja, dass das Geld der Notenbanken eigentlich nicht wirklich in die Wirtschaft gelangt, sondern dann eben als digitales Geld irgendwo im Orbit der Finanzmärkte landet. Hier, Michael Brown zitiert hier Jonathan Farrow von Bloomberg, der sagt, die Tage im Englischen, die auf Y enden, da gibt es neue Allzeithochs. Nun ist bekanntlich im Englischen Monday, Tuesday, Wednesday etc. endet alles auf Y. Dementsprechend eine kleine Sottise von Jonathan Farrow. Wir sehen hier unten in einem Chart von Michael Silver hier, dass der S&P 500, der hier abgebildet ist, immer wieder die obere Gap-Kante angelaufen ist. Er hat also in den letzten Tagen das Gap nicht zugemacht. Wir haben ja gerne Aufwärtsgaps, wie Sie vielleicht wissen. Also höhere Kurseröffnungen an der Wall Street als Schlusskurse zuvor. Und wir sehen, wir haben also immer wieder die obere Gap-Kante angelaufen und prallen dann nach oben weg. Insgesamt sehen wir, dass wir jetzt eine Situation haben, null Absicherung. Hier sehen wir das Put-Call-Verhältnis und in den nächsten Monaten, wenn wir solche Extreme erreicht hatten und wir haben jetzt ein absolutes Allzeittief erreicht, bei 0,36 im CPCI, dann war es in den nächsten 6 Monaten wurde es brutal volatil in der Regel. Immer wenn ein Stand von 0,45 erreicht worden ist, wie gesagt, jetzt sind wir bei 0,36, also Allzeittiefs bei Absicherungsbedürfnissen, könnte man sagen. Wer sich jetzt gegen Kurzverluste absichert, mit einer Put-Option beispielsweise, weil er ein Long-Portfolio hat oder ein Aktienportfolio, der kann das so günstig tun wie eigentlich noch nie. Und wir sehen hier nochmal diese ganze Gap-Geschichte, wer jetzt gekauft hätte zur Wall Street-Eröffnung und dann zur Wall Street-Schluss wieder verkauft hätte, der hätte kaum etwas gemacht. Wer das Ganze nach Wall Street-Schluss vor Eröffnung gemacht hat, der hat fast 700 Punkte im S&P mitgenommen. Man kann das als Future machen, als ETF machen. Das gibt verschiedene Variationen und Optionen. Und wir sehen diese allgemeine Euphorie, diese allgemeine Billigkeit von Geld, die hier der Fall ist, sehen wir hier zum Beispiel in den sogenannten Mortgage Rates, also die Hypothekenzinsen, wenn man so will. Wer zum Beispiel in den USA jetzt auf 15 Jahre seinen Zins, seinen Hypothekenzins festlegen will, der zahlt so wenig wie noch nie, neues Allzeittief.
bei 2,25%. Neues Allzeittief auch für die 30-jährigen Mortgage Rates, Fixed Mortgage Rates. Also es war noch nie so günstig, sozusagen einen Kredit aufzunehmen, um ein Haus zu kaufen. Daher erklärt sich auch der Boom, die Blase am US-Hausmarkt, die derzeit ja kaum thematisiert wird, aber immer größer geworden ist. Also wir sehen, da ist eine ultra-laxe Geldpolitik dafür zuständig und jetzt sind die Financial Conditions, die Finanzkonditionen ohnehin so lax wie eigentlich noch nie. Was sollen denn die Notenbanken jetzt noch machen? Wir sehen, dass der Euro-Dollar ja auch über 1,21 jetzt gestiegen ist, weil ein Bericht kam, naja, die EZB hat keine Tools mehr. Was sollen sie denn noch machen? Zinsen senken, den Negativzinsen noch negativer machen? Was bringt das? Also es ist letztendlich das Arsenal schon verschossen, die Munition verschossen. Was soll da noch kommen? Und die Aktienmärkte haben gestern kurz vor Handelsschluss in den USA nochmal sehr empfindlich reagiert auf eine Meldung von Pfizer, dass man nur die Hälfte etwa des Volumens an Impfstoffdosen ausliefern kann, jetzt noch im Dezember wie geplant. Hängt möglicherweise damit zusammen, dass dieser Impfstoff ja ganz, ganz tief gekühlt werden muss, minus 70 bis minus 80 Grad und bums sind die US-Indizes gefallen, der S&P gute 20 Punkte in sehr, sehr kurzer Zeit, bevor es dann wieder nach oben ging. Aber man sieht daran, dass die Aktienmärkte sehr empfindlich reagieren, wenn diese Impfstoff-Euphorie ein bisschen angezweifelt wird, wenn mal plötzlich in Frage steht, naja, so schnell werden wir das Problem nicht los. Das ist ja letztendlich die These der Aktienmärkte. Das Problem hat sich dann komplett erledigt, dann wechseln wir sofort in den Boom und das ist die zu hinterfragende These im Mindesten der Aktienmärkte. Ich hatte gestern vom VIX gesprochen, hat einer kommentiert, ja, den VIX haben sie doch selber gesagt, kann man gar nicht handeln. Stimmt, der VIX ist eine rein mathematisch berechnete Größe. Außer den Optionspreisen für S&P 500 Aktien, also die Volatilitätserwartung für die einzelnen Aktien im S&P 500 für die nächsten 4 Wochen. Aber man kann den VIX als Future handeln zum Beispiel, jeweils mit Monatskontrakten, Dezemberkontrakt, Januarkontrakt etc. Aber wenn wir hier zum VIX nochmal zurückkommen, sehen wir hier ein Falling Wedge, also sehen praktisch hier diesen fallenden Kanal und der hier dürfte jetzt zeitnah ein Ausbruch nach oben erfolgen. Kommen wir nochmal zurück zum gestrigen Handelstag, sehen wir, dass wieder mal Energy der stärkste Sektor war. Utilities, also die Versorger, diese langweiligen defensiven Aktien, die laufen seit einiger Zeit sehr, sehr schlecht. Normalerweise laufen in Boomphasen, wo wirklich die Aktienmärkte nachhaltig steigen, auch die Utilities mit nach oben, wenngleich weniger, weil sie eben defensiv sind, aber sie fallen nicht, derzeit fallen sie. Und wir sehen auch einen fallenden Dollar hier, Bloomberg Dollar Index, allerdings jetzt schon im Bereich seiner Unterstützung ankommend. Die Hosse an den Aktienmärkten, mindestens an der Wall Street, ist ja auch bedingt durch den fallenden Dollar. Das ist immer ganz schick, das mag man gerne. Für den DAX ist das nicht so gut offenkundig. Der hat gestern ja schon überhaupt nicht mitgezogen, ist gefallen, während die Wall Street neue Allzeithochs erreicht hatte. Aber kommen wir zu einem der sehr stark verdrängten Themen, weil man sich sagt, egal, Impfstoff, wird alles gut, wird alles bald wieder normal sein. Derzeit ist die Situation aber nicht normal. Wir haben jetzt in Deutschland wieder eine ziemlich hohe Zahl mit 23.448. 40 Neuinfektionen bei 432 Verstorbenen. In den USA sieht es noch schlechter aus. Da haben wir das erste Mal jetzt hier über 200.000 Neuinfektionen, 210.000 Hospitalisierungen auf neuem Allzeithoch, über 100.000 und 2.706 Verstorbene. Das sind die Hochs, die wir erreicht hatten im Frühjahr. Und das wollte ich hier noch zeigen. Newsom, der Gouverneur von Kalifornien, hat gesagt, wir werden also wahrscheinlich 4 der 5 Regionen innerhalb Kaliforniens bald mit einem Lockdown dann schließen müssen, so wie das ja in Los Angeles derzeit schon der Fall ist. Heute haben wir die US-Arbeitsmarktdaten, Non-Farm Payrolls. Und die Erwartung liegt so bei 470.000, 480.000 neuen Stellen. Wir sehen, das trendet so ein bisschen nach unten, also die neu geschaffenen Stellen werden weniger. Wir haben jetzt relativ viele schwache Komponenten gehabt in Sachen Beschäftigung beim ISM-Index beispielsweise, bei den Einkaufsmanager-Indizes. Wir hatten durchaus nicht wirklich gute, in den letzten Wochen nicht gute Erstanträge, auch wenn gestern die Erstanträge weniger schlecht waren als befürchtet. Also es deutet manches darauf hin, dass das vielleicht nicht so hübsch wird heute, die Zahl. Und insgesamt sind ja noch über 20 Millionen Americans, die von irgendwelchen Unterstützungsmaßnahmen
leben, weil sie arbeitslos sind. Und deswegen sagt jetzt Joe Biden, ja, ich bin dafür, dass wir diesen Kompromissvorschlag in Sachen Stimulus von knapp über 900 Milliarden, dass wir das erstmal machen. Dann, wenn ich im Amt bin, ab 20. Januar, werde ich versuchen, da noch mehr zu machen. Problem ist, dass offenkundig Mitch McConnell, der Führer der Republikaner im Senat, da nicht mitspielen will. Der bleibt bei seinen 500, 600 Milliarden. Ist ja auch nicht wenig, gell? Aber wird nicht reichen. Die Märkte bisher unbeeindruckt davon, dass das bisher nicht wirklich zustande kommt. Und in Sachen Tech vielleicht ganz interessant. Nochmal hier. Donald Trump mit diesem Section 230, also dieser Trennung der Verantwortlichkeit zwischen der Plattform und den Inhalten, die andere auf diese Plattform bringen. Da will jetzt Donald Trump sonst sein Veto gegen die sogenannte Defense Bill einlegen, also praktisch eine Bill, die dann eine bessere monetäre Ausstattung des Militärs garantieren würde. Aber es sieht so aus, als würde dann doch Donald Trump keine Chance haben, weil selbst die Republikaner dann ihn überstimmen würden. Man braucht in beiden Kammern eine Zweidrittelmehrheit, und wie es aussieht, sind die Republikaner nicht bereit, diesen Weg mit ihm zu gehen. Das heißt, man sieht schon, dass die Reihen sich doch jetzt lichten bei den Trump-loyalen Leuten innerhalb der Republikaner, und vielleicht in Sachen Tech auch noch interessant. Nächste Woche wird die EU-Kommission das vorlegen, was sie vorhat in Sachen Google, Amazon, Facebook und Apple, wie hier die Zeit berichtet. Nächsten Mittwoch wird da etwas kommen, und das dürfte das Leben für diese großen Tech-Konzerne dann deutlich schwieriger machen. Überhaupt Tech-Konzerne, da ist Europa, wie hier Daniel Stelter zeigt, von den 50 Unternehmen, die als die zukunftsträchtigsten gelten, stammen nur 4 aus Europa. Ein absolutes Armutszeugnis, und Armutszeugnis auch das, was derzeit in Sachen Brexit passiert. Wird es da eine Einigung geben? Die Deadline dürfte jetzt Montag sein. Es gibt nach wie vor offenkundig schwere Differenzen, vor allem zwischen Frankreich und UK, um Fischereirechte. Die Franzosen wollen eben fischen, gell? Und der Brite sagt, na, bei uns nicht, kannst woanders fischen, gell? Du hast ja Wasser genug, gell? Du kannst ja praktisch überall jenseits der britischen Gewässer fischen. Das jedenfalls ist jetzt ein Punkt, der sich jetzt demnächst entscheiden wird. Ob die Märkte sich entscheiden werden, wir sehen. Wir machen immer so tröpfchenweise neue Allzeithochs. Es ist nicht der impulsive Anstieg, aber es gibt eben keinen Druck nach unten. Wir sind in einem bullischen Umfeld, wo die Risiken gleichwohl immer größer werden. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Tag und wünsche das Allerbeste. Ich hoffe, wir sehen uns heute zum Markeflüster. Bis dann, Servus und Ciao.